Tja, das ist anstrengend. Gerade ich sag's euch, die Dinge einzeln anzuklicken. Deswegen mache ich erstmal nur die hier. So. Genau. Hau sie mir weg. Die dann noch. Und ja, den, wie gesagt, den weiter abzuholzen, da oben wird auch noch mal lustig werden. Naja, wie gesagt, eine wilde Natur zu einem großen Bauplatz zu machen, erfordert Zeit. Aber auf der anderen Seite, je mehr Bricktrons wir nachher haben, desto schneller wird es gehen. Hey, das war der letzte Baum hier. Das heißt, das hier können wir abreißen. Und flupp, wieder ein Baumstamm. Das ist eine Bahne. So, ich tue mich mal fest beim Bauen verankern. Damit ihr das ganze Holz abtransportiert und die Dinger einreißt. Genau. So kommen wir eher irgendwie voran, ne? So, einen lassen wir beim Holz hacken, zwei beim Quarry. Ja gut, wenn sie auch immer wieder Holz runterschmeißen, soll es mir egal sein. Lassen sie nicht selber dabei runterfallen.
Ja, das sieht doch schon langsam schöner aus. Und ja, das Erste, was ich machen muss halt, oder was wir machen müssen, ist die Täler bis zu der Höhle auffüllen, die Höhe auffüllen. Höhe auffüllen, wo wir es brauchen. Werden wir gleichzeitig von oben her abtragen. Also das hier abtragen und das hier abtragen. Wahrscheinlich auch das hier abtragen und immer mal wieder dann Holz dazwischen packen. Sonst werden wir nie so viel Erde zusammenkriegen, wie wir da brauchen. Ja, müssen wir viel mit Holz strecken. Besten dann später mit zwei Dingern hohem Holz, dass wir die Baumstämme nicht so verschwenden, wie wir es jetzt gerade tun. Bei Erde werden wir auch jede Menge brauchen. Deswegen ja die ganzen Stockpiles für Steine. Also werde ich auch hier und hier dann anfangen abzuholzen, sobald hier alles leer ist. Und da können wir die Baumstämme dann ruhig stehen lassen und zwischen den Baumstämmen stemmen noch mehr Holz und dann über die Baumstämme und das Holz drüber pflastern. Und ja, wahrscheinlich sollte ich die Stümpfe dann auch nutzen und nicht abreißen. Hier ist noch ein Holzhaufen, da liegen noch Hölzer rum. Also ja, Holz dürfte zuerst noch keine Mangelware werden. Mal sehen, wie sich's hinausläuft, wenn wir dann am Schluss sind. Da haben sie schon keine Lust mehr auf den Query. So, nehmen wir mal den Hackflöcken den Auftrag weg. Mal gucken, was die Leute, was unsere Brickfords dann machen.
vielleicht auch schön gewesen, wenn sie sich auch das Holz von ihr mal holen würden. Fertig. Da kommt jetzt schon das Holz, den Tunnel, den ich gebaut habe, runtergekullert. Oh, sie nehmen jetzt auch wieder von hier Holz. Sehr schön. Das war wieder ein... Oder ist das immer derselbe Stumpf? Sieht aus, als ob es immer derselbe Stumpf gerade wäre, der durch die Gegend fliegt. Ja, so Steinvorräte wachsen langsam ein bisschen. Ja, wir müssen schon ziemlich hoch aufstocken. Also sollten wir dann in Zukunft... ...lieber da zwei hochbauen. Na, es ist noch genug Holz hier und genug Holz hier, was erstmal abtransportiert werden muss. Dann können wir anfangen, hier die Wälder zu roden, um noch mehr Holz aufzustellen. Dann, wie gesagt, Steine. Kann nicht mal genau sagen, ob mein Bauvorhaben überhaupt Erfolg gehabt wird oder ob wir mittendrin abbrechen müssen, weil einfach nicht das Material da ist, was ich brauche. Deswegen versuche ich ja jetzt schon mit Holz die Bodenmaßnahmen zu strecken. Wobei
Wobei, wenn wir die ganze Erde hier runter abtragen müssen, das ist sehr viel Stein eigentlich, der da rauskommt. Sollte eigentlich hinhauen. Eigentlich. Ja, das hier nimmt zum Glück auch langsam immer mehr Form an als unser Steinbruch. Aber wenn es noch eine ganze Weile dauern wird, bis wir den nächsten Brickthorn haben. Und so gesehen haben wir auch noch mehr als genug Holz. Weil jeder Baum gibt ja drei Bretter ab. Das Holz hier oben, ich glaube nicht, dass davon viel runterfallen wird ins Nirvana. Lässt sich jetzt halt die ganzen Marschwege erstmal, bis das ganze Holz hier von allen Stellen geholt wurde. Ja, ich wünschte echt, wir hätten eine Insel gehabt, wo wir richtig viel Platz gehabt hätten zum Bauen. Aber daraus ist leider nichts geworden. Deswegen müssen wir gucken, dass wir hier so eine Linie ziehen. Oder wenigstens so ein Quadrat, wo wir Baufläche draus machen, eine riesige. Weil was ich vorhabe für dieses Projekt ist, wird ziemlich groß und ziemlich aufwendig werden. Ich hoffe aber mal, dass die Höhe hier sollte eigentlich ziemlich passen. Also dass es auf der Seite genauso hoch ist wie auf der Seite. Dafür haben wir ja eigentlich unser Rad hier. Ja, scheint eigentlich genauso hoch zu sein. Das ist gut. So haben wir mehr zum Abtragen, aber auch noch ein gutes Stück, was wir hochbuddeln müssen. Nämlich hier unten, das hier. Und eben auf der anderen Seite, wo wir schon angefangen haben. Und ja, dadurch, dass die Aufnahmesessions immer nur eine Stunde gehen, wird das halt auch eine Weile dauern.
Gut, ich würde aber sagen, ich speichere hier mal. Wieder über unser Projekt 2. Save Override. Und dann machen wir hier einen Cut. Also, bis gleich.